Mein Name ist Dr. Stefan Niggemann. Ich bin 47 Jahre alt, bin vom Beruf Geschäftsführer der Dechenhöhle und des Deutschen Höhlenmuseums in Iserlohn als Selbstständiger und bin hier für das Management und den Betrieb der Dechenhöhle zuständig. Ja, ich stamme aus Lettmate, einem Stadtteil von Iserlohn, und bin seit meinem 12. Lebensjahr in der Höhlenforschung aktiv gewesen, habe dann nach dem Abitur Geologie studiert an der Ruhr-Universität in Bochum, dort auch über ein Höhlenthema promoviert und bin dann seit 2005 hier selbstständig an der Dechenhöhle tätig. Ja, die Dechenhöhle wurde 1868 durch zwei Eisenbahnarbeiter ganz durch Zufall entdeckt. Sie hatten einen Hammer in einer Felsspalte verloren, haben nachgeschaut und standen dann in einer der schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Das Gebiet, das ich von meinem Elternhaus überschaut habe, ich bin in einem Hochhaus in Lettmate groß geworden, ganz oben, und habe schon als Kind immer auf die Lettmater Kalksteinbrüche geschaut und da mit dem Fernglas dann ja zum Teil auch so komische Öffnungen und Löcher gesehen, und das hatte mich schon als Kind fasziniert. Wir sind dann häufig als Kinder auch im Wald unterwegs gewesen, haben Buden gebaut, Staudämme gebastelt, und so habe ich mich dann für die heimische Tier- und Pflanzenwelt interessiert, auch für die Gesteine und alles, was mit der Natur zusammenhängt. Und so ist Heimat für mich die Natur, die Umwelt, die ich hier am Nordrand des Sauerlandes ja, erfahren habe. Im Sommer, im Frühsommer auf einer Blumenwiese spazieren zu gehen, in einer unberührten Höhle herumzukriechen und sich an der Schönheit der Natur zu erfreuen. Manche Menschen, die meinen, anderen Menschen ständig vorschreiben zu müssen, was sie zu tun und zu lassen haben. Jetzt letztens ganz aktuell, unserer Katze ging es nicht gut und wir waren beim Tierarzt und meine Freundin und ich haben uns dann um sie gekümmert, haben ihr die Tabletten gegeben und am Abend ging es ihr wieder gut. Wenn ich alleine durch die Höhle gehe, ist das ein ganz besonderes Gefühl, ganz nah an der Erde, in der Erde zu sein. Wenn es nicht gerade um Aufräumarbeiten geht, die wir da auch ab und zu erledigen haben, ist es auch so ein Moment des Innehaltens und die absolute Stille da zu spüren, nur das absolut leise Wassertröpfeln, vielleicht mal so ein huschendes Flattern einer Fledermaus. Also man ist ganz nah an der Natur, ganz nah an der Erde, und das ist für einen Geologen natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, wenn man das Gefühl hat, es bricht einem vielleicht auch so ein bisschen die wirtschaftliche Basis herunter. Auch das gab es hier in der Vergangenheit schon mal, große Besucherrückgänge. Aber natürlich muss man sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass es anderen Menschen noch viel schlechter geht. Und das holt dann in der Regel, wenn man die Tagesschau guckt, auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Gerade bei der augenblicklichen Situation ist es so, dass ich glaube, dass es falsch ist, das Ganze nur schwarz und weiß zu sehen, sondern dass es sehr viele Probleme gibt und dass diese Probleme in irgendeiner Weise auch gelöst werden können, um auch so etwas wie einen inneren Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erhalten. Ich sag mal, dass meine Freundin und ich gesund alt werden. Die Probleme, die wir hier zurzeit haben in der Welt, die sehe ich schon als sehr bedrohlich an. Das ist, glaube ich, anders, als ich das in den letzten 35 Jahren, in denen ich die Welt bewusst wahrgenommen habe. Da sind wir, glaube ich, schon vor einer großen Veränderung, und die macht mir schon so sehr große Sorge. Ich glaube, ein Tropfstein wäre relativ langweilig, der tropft die ganze Zeit nur. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal in die Rolle meines kleinen Katers Bino schlüpfen, der plötzlich für 3 Tage verschwunden ist und wo wir uns immer große Sorgen machen und dann Fidel plötzlich wieder auf einer Terrassentür steht und um Einlass bittet. Da würde ich gerne mal wissen, was der macht. Jo, da glaube ich ganz sicher, dass das Naturprozesse sind, die allerdings so komplex sind, dass sie unser menschliches Verständnis überfordern. Ja, das, was immer kommt, eine Beerdigung, dann wird man beerdigt und dann wird der Körper langsam dem Verwesungsprozess einhergehen. Auch da bin ich sehr sicher, dass die Vorstellungen eines ewigen Lebens oder eines Weiterlebens nach dem Tode unrealistisch sind.
Ich würde mich als Atheisten bezeichnen und insofern erwarte ich da nicht viel. Ja, Corinna ist das größte Glück, was ich in meinem Leben bis jetzt erfahren habe. Wir haben uns hier an der Dächenhöhle kennengelernt und ich glaube, ja, das ist ein riesengroßer Glücksfall. Ich glaube, wir passen sehr gut zusammen und haben viele gemeinsame Interessen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man zusammen auch arbeitet, aber ich glaube, wir sind da beide in der Lage, das Berufliche und das Private ein bisschen zu trennen. Also ich würde es als großes Glück bezeichnen, dass wir zusammen sind.